Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Als erstes möchte ich mich an dieser Stelle nochmal für die musikalische Unterstützung recht herzlich bedanken. Und wenn ihr mehr davon möchtet, seid ihr alle herzlich eingeladen bei der 1. Mai-Kundgebung am 1. Mai in Gronau, 300 Meter weiter auf dem Theodor-Heuss-Platz. Dort werden Sie uns bei der DGB-Veranstaltung unterstützen. Ja, auch heute ist es wieder ein Tag, wie in vielen Jahren, kurz vor Ostern, an dem der Krieg auf der Welt weiter tobt. Und daher die Friedensmärsche oder auch die ganzen anderen Veranstaltungen im Zeichen dieser Veranstaltung stehen und heute sozusagen daran erinnern, dass wir eine friedliche Welt haben möchten. Wir haben uns hier eben halt zusammengefunden, und um gemeinsam der Tradition der Ostermärsche weiterzutragen, an unsere Kinder weiterzugeben, damit dieser Gedanke nicht verloren geht. Wir werden zwar immer kleiner in unserem Haufen, aber trotzdem sind auch immer wieder viele neue Gesichter dabei, die für Frieden eintreten. Ja, mit den Demonstrationen und Kundgebungen und Fahrradtouren oder Wanderungen und Friedensfesten wird diese Friedensbewegung in diesem Jahr natürlich überall an den Ostertagen sehr viel Aufmerksamkeit erhalten. Und das braucht eine so unfriedliche Welt, wie wir sie zurzeit haben. Und die Gefahr, dass der Krieg uns immer wieder einholt, wird ja nicht weniger, sondern immer stärker. Hier möchte ich nur an die Gefahren im Nahen Osten wie Syrien oder auch an Fernost mit Nordkorea hinweisen. Und unsere sogenannte Weltpolizei, die USA, auf die würde ich mich heute nicht mehr verlassen. Weil gerade diese neue Regierung den Krieg einfach ja, ignoriert oder auch als Möglichkeit, um sich selber zu präsentieren, um Stärke zu zeigen, in dieses Kriegsgeschehen eingreift und ihn fördert und nicht, wie wir es uns wünschen, durch Gespräche zu versuchen, den Frieden wiederherzustellen. Leider ist uns das nicht so geglückt mit dem Frieden, wie wir es uns eigentlich immer wieder vorgestellt haben. Es ist ja nicht die erste Kundgebung, auf der ich reden darf und an die Ostermärsche erinnern darf. Deswegen müssen wir immer wieder jedes Jahr raus. Und nicht nur an den Ostertagen, sondern wir sollten immer wieder daran erinnern, dass der Krieg keine Zukunft haben darf. Und wenn sich dann unsere Politiker, und das sind unsere lokalen Größen hier vor Ort, wie Jens Spahn, für mehr Aufrüstung und Waffen in der Region sorgen und damit die sogenannte Sicherheit versuchen darzustellen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Da kriege ich einen Horror bei. Und das Allerhärteste kommt ja noch danach, wenn er dann sagt, ja, um dieses zu finanzieren, müssen wir bei den Sozialleistungen sparen, sprich Kürzungen bei den Ärmsten der Armen, damit die Waffen wieder weiter produziert werden können. Das kann nicht sein. Und daher kann ich nur raten, ja, das nennt sich christlich. Und da komme ich gleich noch drauf. Ich möchte aber auch dann eben halt darauf hinweisen, wir haben eine Stimme und diese Stimme müssen wir gebrauchen. Und die Stimme können wir am 14. Mai nutzen, die können wir auch am 24. September nutzen. Weil so eine Regierung gehört einfach abgewählt. Das ist meine Meinung. Wer sich nicht ernsthaft für Frieden interessiert, dem sollten wir auch keine Stimme geben. Und in diesem Sinne möchte ich hier ein Zitat, was ich in der letzten Woche aus der Zeitung entnommen habe, vortragen. Und das gibt eigentlich den Sinn wieder, warum der Friedensmarsch, den wir auch heute hier begehen, so wichtig ist. Das Zitat stammt vom Papst und lautet wie folgt: Möge Gott die Herzen derjenigen bekehren, die Terror, Gewalt und Tod säen. Und auch die Herzen derjenigen, die Waffen herstellen und damit handeln. Das sollten sich dann auch mal unsere Brüder und Schwestern der CDU zu Herzen nehmen, wie dort die Kirche dazu steht.
Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine trockene und hoffentlich erfolgreiche und vor allem friedliche Friedensdemo hier in Gronau. Ich bedanke mich und im Namen des DGB wünsche ich uns, dass wir dieses Problem Krieg doch irgendwann lösen können. Andersrum weiß ich, dass wir auch in den Gewerkschaften natürlich dann damit anfangen müssen. Und es ist schwer, in den Betrieben der Metallverarbeitung gerade die Rüstungsbetriebe dazu überzeugen, statt Panzer doch vielleicht Baumaschinen herzustellen. Das Gleiche fordern wir natürlich auch von Orenco, aber zu Orenco haben so viele Leute heute etwas gesagt, deswegen möchte ich da nicht weiter eingehen. Aber ich kann nur sagen, was bisher vorgetragen wurde, ist, kann ich voll und ganz unterstützen. In dem Sinne, danke.